Gestern herrschte an den Märkten, an den Aktienmärkten vor allem noch ungebrochene Euphorie, kann man sagen, mit neuen Allzeithochs, sowohl beim Dow Jones als auch beim Nasdaq, als auch beim S&P 500. Nur der Russell 2000, der war überraschenderweise im Minus. Eine Apple, die auf über 300 Dollar stieg, das erste Mal, und gestern, alleine gestern, mehr an Marktkapitalisierung gewonnen hat, als 300 der 500 S&P 500 Unternehmen auf die Waage bringen. Also extreme Verhältnisse, nichts schien diesen Melt-up, diesen Bullenlauf zu stoppen, aber dann plötzlich heute Nacht doch etwas, denn plötzlich ist Kriegsgefahr, und eine doch ziemlich konkrete, denn die Amerikaner haben diesen Mann getötet per Rakete, Qasem Soleimani, der Führer der iranischen Revolutionsgarden und damit einer der zentralen politischen Figuren des Iran, der gerade mit anderen Militärs in Bagdad gelandet war, dann von einem Auto abgeholt wurde, zusammen mit diesen anderen hohen militärischen Führern, und dort gezielt mit einer Rakete durch die Amerikaner getötet wurde. Warum ist das passiert? Die Amerikaner sagen, ja, wir wollen weitere Angriffe des Iran auf den Irak verhindern. Sie wissen ja, dass da im Irak ein amerikanischer Staatsbürger getötet worden war, dass da die amerikanische Botschaft attackiert worden war durch Demonstranten, nachdem die Amerikaner ja einen Drohnenangriff, einen Luftschlag auf Milizen ausgeführt hatten im Irak. Dementsprechend ist die Lage hochexplosiv, und selbst Biden, oder was heißt selbst, aber Joe Biden, der einer der möglichen Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten, hat gesagt, ja, das ist, als wenn man praktisch Feuer in ein Pulverfass hält. Das kann nicht gut gehen, und die Implikationen sind ja durchaus da. Was wird passieren jetzt, wenn der Iran Israel angreift? Man hat schon deutlich gesagt, das kommt aus dem Statement hier, das Iran emittiert hat oder herausgegeben hat, indem man sagte seitens der Iraner, das ist ein Akt des internationalen Terrorismus, und die Amerikaner werden einen harten Preis dafür bezahlen. Man droht also mit Gegenattacken, und diese Gegenattacken könnten sich auch gegen Israel richten. Da ist dann sozusagen der ganze Nahe Osten plötzlich wieder unter Feuer. Damit einbezogen dann auch China, das ja so eine Art Schutzmacht für den Iran ist, hat praktisch eine uneingeschränkte Unterstützung den Iranern zugesichert. Da kommt Russland ins Spiel, das auch eher pro-Iran ist. Also da kommt sozusagen dann plötzlich eine Gemengelage ins Spiel, die die Märkte überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Es schien gestern ja so, dass noch der Fall zu sein, was JP Morgan, nee, was Morgan Stanley gestern gesagt hat. Ja, da hieß es, wir haben praktisch jetzt bis April, Mai eine Fed, die weiter Liquidität in die Märkte pumpt, ob durch Käufe von kurzlaufenden Staatsanleihen, ob durch Interventionen am Repo-Markt. Und wenn wir uns mal anschauen, was alleine der amerikanische Staat jetzt in Kürze an Anleihen emittieren wird, jetzt in den nächsten Tagen, 7. Januar, 8. Januar, 9. Januar, wird man Staatsanleihen zwischen 3 Jahren und 30 Jahren Laufzeit im Volumen von 78 Milliarden Dollar emittieren, und da zusätzlich nochmal 78 Milliarden Dollar, die noch oben drauf kommen durch kurzlaufende Staatsanleihen, 3-monatige und 6-monatige. Also da wird wahnsinnig viel auf den Markt geschmissen, um diese immense Verschuldung der Amerikaner irgendwie stemmen zu können. Das war vielleicht einer der Auslöser am Repo-Markt. Dann musste die Fed sozusagen den Brand am Repo-Markt löschen, am Geldmarkt der USA, und die Aktienmärkte haben das als praktisch QE4 interpretiert, mit allen Risikoassets nach oben, Volatilität nach unten, aber jetzt eben ein Motiv, das diese Geschichte doch durchaus anzweifeln lassen kann, ob wir jetzt nicht vor einer anderen Situation stehen. Fear and Greed Index bei 97, da fehlt nicht mehr viel bis zur maximalen Zahl von 100, das ist schon ein bisschen extrem. Wir sehen eine Apple, die gestern, wie gesagt, mehr an Marktkapitalisierung gewonnen hat, als 300 der 500 S&P 500 Firmen überhaupt auf die Waage bringen, sind das erste Mal über die 300er Marke gestiegen, sind so überkauft in der Aktie mit einem RSI bei fast 85. Das sind einfach Extremwerte, das sind extreme Zeiten, eine extreme Sorglosigkeit. Und wenn wir uns mal einen ganz langfristigen Chart anschauen, nämlich ein Monatschart von 1925 bis heute, dann sehen wir, dass der Dow ziemlich genau an dieser oberen Begrenzung dieser
oberen Trendkanallinie angekommen ist. Wir haben hier zwei Trendkanäle, einen unteren, einen oberen. Wir sind im Grunde seit den 80er Jahren in diesem oberen Trendkanal. Da sind wir jetzt oben angestoßen. Mal sehen, was daraufhin passieren wird. Übrigens mitgetötet, das wollte ich Ihnen noch sagen, ist auch Abu Mahdi al-Muhandis. Eine interessante Figur hier rechts im Bild, der praktisch eigentlich ein halber Iraker ist. Das zeigt so diese Verknüpfungen. Und er ist der Führer der Popular Mobilization Committees. Das ist eine Vereinigung von Militärs. Da sind Sunniten dabei, da sind aber auch Schiiten dabei, da sind auch Christen dabei. Also eine praktisch sehr bunt zusammengewürfelte Militärorganisation, wenn man so will, deren praktisches Ziel oder deren Verknüpfung im Prinzip der Kampf gegen den IS war und ist. Das heißt, man hat eben gegen diese sunnitischen Extremisten gekämpft. Meistens sind es Schiiten. Es waren aber auch ein paar Sunniten in dieser Organisation. Also hier der nächste hohe Führer, der eine bedeutende Rolle im Iran spielte, ist umgebracht worden. Das dürfte die Risikoaversion an den Märkten ein bisschen nach oben bringen. Wir haben heute Daten aus den USA, Bauausgaben weniger wichtig, aber wichtig, ISM-Index 16 Uhr. Und 20 Uhr das FOMC-Protokoll. Schauen wir uns mal den ISM-Index schnell an, wie der zuletzt reingekommen ist in den USA. Da waren wir knapp über der 48er-Marke. Wir sehen hier einen deutlichen Abstieg. Also was die Industrie betrifft, ISM-Index Gewerbe heute praktisch der Fall. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100. Wir waren gestern oben über der 8880er-Marke, sind jetzt gut 80 Pünktchen drunter. In Asien der Nikkei noch geschlossen. Nur die chinesischen Märkte, die wirklich Gewichte auf die Waage bringen, sind aktiv. Wir sehen den S&P 500, der gestern die 3250er-Marke, die ein wichtiges Level war, da liegen Optionen etc. Da ist man drüber gegangen, ist über die 3260er-Marke ein bisschen sogar gestiegen, aber jetzt 3234. Wir sehen den Dow Jones, ähnliches Bild, 28.680, gestern schon in Blickweite der 29.000er Marke. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte machen? Der versucht sich zu stabilisieren bei 13.311 Punkten. Wir sehen Euro-Dollar wenig verändert bei 1.1168 nach dem gestrigen Schwächeanfall. Wir sehen, das Gold steigt jetzt über 1.540. Klar, sichere Häfen sind gefragt, Staatsanleihen sind gefragt. All das, was sozusagen Risk-Off ist, ist tendenziell interessant. Und natürlich Öl ist gefragt, schon über der 63,50er-Marke, das amerikanische Crude Oil gewesen. Die Charts, by the way, von Capital.com. Und wir sehen also, dass hier natürlich Potenzial ist, wenn diese Geschichte eskaliert, dass dann solche Assets wie Öl natürlich nach oben gehen. Das versteht sich von selbst. Ein neues Motiv, jetzt bin ich mal gespannt, die Investoren, vor allem in den USA, ob es Hedgefonds sind, ob es CTAs sind, also Vermögensverwalter, sind all in, alle sind reingegangen, mussten rein, weil man sich sagt, hey, die Flut, der Fed hebt alle Boote, wer da nicht dabei ist, der hat ein Problem. Jetzt kommt ein Motiv, das plötzlich die ganze Geschichte schwieriger macht. Wir werden sehen, was passiert. Es wird ein spannender Handelstag, davon bin ich überzeugt. Würden Sie gerne eine Long-Position jetzt übers Wochenende lassen und nicht wissen, was der Iran möglicherweise sich ausdenkt? Ich eher nicht, und das könnten sich andere Investoren vielleicht auch denken. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Freitag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.